Hallo, kaum aus dem Urlaub zurück hat meine Freundin mich gebeten, ob ich ihr wieder helfe, bei einigen Meerschweinchen zu übernehmen. Diesmal ist es kein schwangeres Meerschweinchen, was hier in meinem Notstall untergekommen ist. Ich habe ja immer einen Notstall zur Hand, wo ich meiner Freundin schon öfters mal geholfen habe. Diesmal sind es drei Babyböckchen, die man jetzt von den Müttern wegnehmen mussten, weil sie jetzt aufdringlich werden und bevor sie dann Bissverletzungen bekommen, tut man sie dann von der Mutter trennen und dann ist ja auch die Gefahr des Deckens, dass die jungen Böckchen schon die Weibchen dann wieder decken. Das wissen ja viele nicht, also meine Freundin tut ja öfters Meerschweinchen aufnehmen, trächtige, wenn Leute unwissend sind. Hier war es zum Beispiel so, dass man Männchen und Weibchen zusammen in einer Box transportiert hat und dass dann die ganzen Weibchen in der Zeit geschwängert worden sind, also gedeckt worden sind von den Böckchen. Und dann weiß man sich keinen Rat und will dann die Weibchen, die trächtigen, loswerden. Und meine Freundin übernimmt die dann, tut die Kinder großziehen und dann versuchen wir, die Babys mit Aufklärung zu vermitteln an schöne Stellen, wo sie dann ein schönes Leben haben. Und wie gesagt, und versuchen dann auch gleichzeitig, wenn wir die Tiere abgeben, auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben, weil viele gar nicht wissen, wie schnell sich eigentlich Meerschweinchen vermehren. So, und deswegen habe ich ihr in meinem Notstall, der ist natürlich sehr klein, und ich hoffe auch, dass die drei nicht so lange bei mir sind. Ich lasse sie auch in der Küche wieder rumlaufen, wie meine das dürfen. Da kann man danach putzen. So, und jetzt habe ich dieses Haus wieder umgedreht. Das war natürlich jetzt nur hingelegt, dass man die Tiere auch sieht, weil sie sind sehr ängstlich noch. Und eins ist schon in dem Haus drin. Und die anderen werden sich natürlich dann gleich dazu gesellen, weil die suchen den Schutz. Also sie sind noch sehr ängstlich. Ich habe sie ja jetzt erst einen Tag. Und ich hoffe, dass sie nicht so lange bei mir sind und ich ein schönes Plätzchen für sie finden werde. Das waren die Neuigkeiten. Und bis dahin sage ich euch Tschüss.